Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank, Ilona, für deine wunderbaren Worte. Ich bin ganz, ganz zittrig. Ich glaube, ich darf ihn hier kurz wieder reichen. Ja, und Ihnen allen ein paar Dankesworte sprechen. Ich habe lange überlegt, was ich sage. Erstmal ist es natürlich ganz wunderbar, hier in der Beethovenstadt Bonn zu sein. In der Stadt eines der großen Genies der Menschheitsgeschichte, der uns mit seinen Werken ein Stück Himmel auf die Erde gezaubert hat und der immer dem ganz Großen, dem Schönen, Wahren und Guten, wie es auf der alten Oper in Frankfurt in Stein gemeißelt zu lesen ist, immer dem gedient hat. Und ja, in seiner Missa Solemnis zum Beispiel schreibt er: von Herzen möge es wieder zu Herzen gehen. Was wir alle in diesen 18 Monaten, glaube ich, gelernt haben, ist, dass wir ohne menschliche Begegnung, ohne Kunst, Kultur und Musik nicht leben und existieren können. Musik ist die internationalste Sprache überhaupt, verbindet Seelen, Menschen, Nationen, schafft Frieden, vereint und heilt. Und es ist eine Mission. Und ich bin so stolz und froh, diesen Beruf und diese Mission, meine Mission, kleine, ausfüllen zu dürfen und jetzt auch noch geehrt zu werden. Was ich Ihnen heute Nacht habe ich lange, lange nachgedacht. Was mir auffiel, ist, dass wir wirklich alle, glaube ich, vom Kleinsten bis zum ganz Großen in unserem Leben, für uns selber persönlich wie für alles, nach Harmonie und nach Balance streben und das jeden Tag weiter tun müssen. Und das können wir nicht alleine. Und ich kann auch nicht alleine singen, ich brauche ein Orchester. Wenn ich auf der Bühne stehe, dann habe ich hier eine ganze Menge wunderbare Menschen hinter mir, neben mir, die mich unterstützen, die das Gleiche spüren und die gleiche Mission haben. Und die mit voller Seele aus den verschiedensten Hintergründen, allen Sprachen aus dem letzten Winkel dieser Erde kommen und dann gemeinsam an einem Strang ziehen. Und dann was Großartiges, was uns unsere ganz großen Künstler, unsere Poeten und unsere Komponisten gegeben haben, den Menschen weitergeben dürfen. Und ja, ich bin auch stolz, Entschuldigung, es ist so lang, aber ich muss einfach noch weiter sagen, Europäerin zu sein. Europa ist ein unglaubliches Vorbild. Es ist auch wie ein Orchester zusammengesetzt aus den verschiedensten Staaten mit den verschiedensten Hintergründen, Geschichten, Sprachen, Denkweisen. Und wir alle halten zusammen, um eine Balance. Ich bin unglaublich stolz und wir haben eine große Mission alle. Und ich denke, in diesen Zeiten, um jetzt mit den Scorpions zu sprechen, ich bin also stolz, mit denen einmal auf der Bühne zu stehen oder die Bühne teilen zu dürfen. Riesenfan. Wind of Change. Ja, Wind of Change, wir sind in einer sehr ernsthaften, prekären Situation. Wir müssen aus unserem europäischen großen Orchester ein globales Orchester machen. Und gemeinsam, allein können wir es nicht, Alleingänge gehen nicht, gemeinsam für unsere Zukunft einstehen. Und 1855, jetzt komme ich gleich auf den Punkt, hat Häuptling Seattle in einer großen Rede an den amerikanischen Präsidenten gesagt: wir sind ein Teil dieser Erde, Mutter Erde. Wir können ohne die Erde nicht bestehen, die Erde aber ohne uns. Und wir haben die Aufgabe, jetzt alle gemeinsam wirklich diese Mission zu erfüllen, Harmonie, Zukunft zu erkämpfen für unsere Kinder, für meine Kinder, für ihre Kinder, für die Kindeskinder, für die Menschheit. Und ja, jetzt lasse ich aber wirklich die Musik sprechen und meine Mitstreiter, meine, wie soll ich sagen, internationalen Großstadtnomaden mit dem Czardasch
von Franz Leha höre ich Zimbalklänge.